Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Minecraft das Mittelalter-Let's Play. Ja, genau. Wir spielen jetzt einfach weiter. Mein Name ist Kumpel und ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin aber auch ein bisschen erschöpft und ich muss es ehrlich sagen, heute ist so ein Tag. Heute muss ich aufnehmen. Jetzt habe ich vergessen, dem Flozi Bescheid zu sagen, dass ich aufnehme, weil der hätte sich vielleicht angeschlossen, aber das hätte zeitlich auch schon wieder für mich bedeutet, dass ich in größere Schwulitäten komme. Vielleicht nehme ich ein bisschen auf und dann gucke ich nochmal, ob er die Zeit findet, mitzumachen. Das kann ich auch mal schauen. Ich hatte übrigens eben gerade noch eine Karte drin, über den Rift Lightloader. Allerdings kann ich damit irgendwie Optifine aktuell nicht aktualisieren, also benutzen. Und damit habe ich das Problem, dass ich dann keinen Shader mehr habe. Und ich hätte halt gern einen Shader. Also muss ich jetzt die Wahl treffen zwischen Karte und Shader. Und dann habe ich mich mal frisch und fruchtig für den Hund entschieden. Nein, für den Shader entschieden. Guck, deshalb. Ich weiß, es gibt die Shader-losen Freunde unter euch. Und es gibt die Shader-Freunde. Letztendlich ist das so ein bisschen eine ganz persönliche Geschmacksfrage. Nehmen wir doch einfach den Muckefuck. Genau, komm mit. So. Also eine ganz persönliche Geschmacksfrage. Und ich weiß auch heute gar nicht, was wir Richtiges tun werden. Ich weiß nicht, was wir dabei haben. Ich gehe jetzt mir erst nochmal auch. Ich weiß es nämlich auch schon wieder nicht mehr. Es ist jetzt schon wieder 9 Tage her, dass ich die 333 aufgenommen habe tatsächlich. Und, 16. Heute ist 23.1. Ja, so irgendwie. Ja, da seht ihr auch, dass es relativ knapp ist. Und ich bin jetzt gerade aus meiner beruflichen Qualifikation gekommen. Bin hier zu Hause. Das ist die Wasserflasche. Ich entschuldige mich dafür. Die Heizung war hier aus. Ich war ein paar Tage bei Luzi. Das heißt, die knallt jetzt, weil sie warm wird. So, die Flasche, nicht die Heizung. Die steht hier neben mir und knallt. Die knallt mich. Die Sau. Na jedenfalls, bin ich jetzt auch ein bisschen platt kämpfe mich hier jetzt so durch, nachdem ich mich eben mit Kaufleuten auseinandergesetzt habe. Also was ist nach dem Gesetz ein Kaufmann? Ach so, richtig. Hier wollte ich ja mit der Luzi reinziehen. Da so, hier so. Wobei so richtig eignet sich das nicht für ein Schlafzimmer, oder? Für uns? So mit so einem Doppelbett? Vielleicht sollte ich sie einfach fragen, welchen Raum sie will. Dann ist das hier aber wirklich soweit erstmal fertig. Natürlich Leerstand, survivalmäßig. Vor allem jetzt natürlich in dem Kontext zu sagen, ja, wo will denn die Luzi hin? Kann ich hier jetzt natürlich schlecht irgendwas machen? Das ist klar. Das ist einfach Fakt. Da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Ich habe ja noch hier diese super Halltag. Ich dachte, ich hätte die repariert. Ehrlich gesagt, aber mir fehlten, glaube ich, noch ein paar XP dafür, richtig? Ich bräuchte also potenziell noch ein paar XP. Das wäre so eine Maßnahme. Und hier unten, warte mal, hier unten war auch was nicht fertig. Das weiß ich auch noch. Das müssten wir uns noch ansehen. Das wäre so der erste. Wunderbar, die Musik von Zeilenpartner ist mal wieder ultra laut. Ich finde es großartig. Ich hoffe, das geht irgendwie mit der Tonabstimmung ganz gut. Ist ja eine Tonspur letztendlich, also nicht mit meiner zusammen, aber immerhin die Musiktonspur. Das heißt, dann ist das eine Lied mal leiser, das andere mal Lied mal lauter. Das ist leider der Gang der Dinge bei dieser Geschichte. Was habe ich denn hier noch? Ich glaube, das müsste eigentlich fast schon reichen für das, was ich vorhabe. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Alter. So. Ne. Doch. Ich habe jetzt wahrscheinlich nochmal wieder mehr Türen rumfliegen. Das kann sein. Kommt das auch direkt wieder da rein. Und dann setzen wir erstmal hier Türen dran. Das wäre ja schon ganz gut. Und dann müssen wir hier den Boden rausroppen. Gut. Wer bist du eigentlich? Du bist kein Mucke. Gut. Die doppelten und dreifachen Muckefuchs. Wahnsinn. Wahnsinn. Sehr schön. Und jetzt ist die Frage, was werden wir für einen Boden legen? Lass mal denken. Also ich hätte gerne eigentlich, also ziemlich gerne eigentlich so einen grobe Erdeboden da drin legen. Erstmal so als Grundboden. Jetzt erinnere ich mich natürlich nicht mehr ans Rezept. Das ist ja immer so. Geht so. 44, da probieren wir mal, wie weit wir mitkommen.
schlage ich vor. Das halte ich für eine gute Idee. Und ich entschuldige mich, wenn ich heute so ein bisschen einfach mal ruhig bin, weil es halt echt lang war und ja, da ist man dann schon mal auch ruhig. Das ist dann einfach so. Ja, wenn man also sich mit Ist-Kaufmann und Soll-Kaufmann und Kann-Kaufmann und Form-Kaufmann und so auseinandersetzt, ist das schon, auch wenn man das schon kennt und schon gemacht hat, aber das alles wieder zu aktivieren, ist natürlich schon ein Thema, ne? Ist einfach so. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch, der eine kaufmännische Ausbildung macht, auch. Ich habe das ja auch schon alles mal gelernt, als Automobilkaufmann, als Kfz-Meister. Aber man muss es halt doch aufmerksam sein, man vergisst auch viel, ne? Also, das kann ich nicht anders sagen. Ich habe, glaube ich, mehr vergessen als die meisten Leute, die da mit mir zusammen sind, einfach weil es halt auch lange Zeit mein Brot war, mein tägliches. Und trotzdem vergisst man es. Und da sind ja viele, die eben ganz andere Berufe gelernt haben. Und für die ist das völliges Neuland. Und ja, für mich ist halt Wiederholung das x-te Mal. Aber wer weiß. Vielleicht lande ich irgendwann dann auch noch irgendwo als Trainer im BWL-Bereich. Wenn es so weitergeht, könnte mir das in der Art vielleicht sogar mal passieren. Immerhin ist es ja was ich wirklich eigentlich sehr tief eigentlich sitzen habe. Ich muss das immer nur kurz mehr mit einmal drüber lesen, eigentlich aktivieren. Und dann bin ich da wieder ziemlich sattelfest in den Themen. Und ja, fängt man so an mit Handelsrecht und Organisation. Ne? Also, was das so ist, das ist doch ganz spannend, nochmal wieder so die Anfänge auch zu erleben. Also, hier werden wir mit 44 überhaupt nicht weit kommen. Ich muss Gießanlage holen. Ne? Wie ein Unternehmen aufgebaut ist. Also die Ablauforganisation und die Aufbauorganisation und solche Sachen. Ich finde das aber auch spannend, ehrlich gesagt. Da habe ich das große Glück, dass ich schon immer ein BWLer aus Leidenschaft war. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe ja auch immer meine Steuererklärungen verhältnismäßig gerne gemacht. Wenn ich das irgendwie zeitnah über die Bühne kriegen konnte und ich nicht irgendwelchen Formularen, Belegen etc. von irgendwelchen Sachen immer ewig hinterherrennen musste. Die letzten Jahre natürlich ist die Steuererklärung eine Farce, weil wer gesundheitsbedingt eben dann mal eine Weile keine Einkommenssteuern zahlt, der kriegt natürlich auch nichts wieder. Das ist halt dann so ein bisschen frustrierend, dass du die Arbeit hast, aber du kriegst halt auch so gar nichts dafür wieder raus. Das ist halt, ja, das ist eben so. Aber da denkt man sich manchmal so, dann wird es ein bisschen doof, ja, das kann man ja sagen. Da gibt es dann schönere Dinge als Steuererklärungen zu machen, nur weil man sie eben machen muss, weil wenn man einmal eine Steuererklärung gemacht hat, muss man sie immer machen. Aber Fakt ist, wenn du jetzt in der Ausbildung bist oder so oder gerade angefangen hast zu arbeiten oder schon länger arbeitest und nie eine Steuererklärung gemacht hast, mach es auf alle Fälle. Es lohnt sich definitiv. Du bekommst sicherlich über allein den Arbeitsweg, die Fahrtkosten, die da geltend gemacht werden können, kriegst du sicherlich Lohnsteuer zurück, die du zu viel gezahlt hast. Das ist ja jetzt nicht so, dass du beschenkt wirst, sondern tatsächlich brauchst du ja die Lohnsteuererklärung, um die zu viel gezahlte Lohnsteuer wiederzubekommen. Es schenkt dir ja keiner was. Und du hast das Recht halt, das wiederzubekommen. Das ist einfach so. Und deshalb mach eine Steuererklärung. Und da gibt es Programme für, die da helfen, wie zum Beispiel das Viso-Sparbuch. Und damit geht das auch eigentlich sehr einfach. In dem Moment halt, wenn du irgendwie Immobilienbesitz hast und sowas, dann macht es natürlich dann auch irgendwann Sinn, ab einem gewissen Punkt einen Steuerberater sich zu nehmen, wenn man sich das alles nicht mehr so zutraut und das einfach einem zu schwer wird. Letztendlich ist das Finanzamt aber auch gegen Fehler und sowas recht nachsichtig. Also wenn du wirklich nur Fehler machst oder so, dann ist das in der Regel kein großes Problem. Sollte natürlich richtig sein, aber wenn du da nicht versuchst, irgendwie was zu bescheißen, dann ist das auch nicht wild, wenn nur ein Fehler in der Steuererklärung ist. Das ist einfach so. Das Wichtige ist, dass du sie machst, weil es einfach darum geht, dass du das Geld, was du zu viel gezahlt hast, einfach wiederkriegst. Das ist ja ein guter Grund, ne? Das ist ja, wenn man keine Steuererklärung macht, ist es so, als würde man eine Rückzahlung vom Strom zum Beispiel ausschlagen. Ja, den kriegt man automatisch, ne? Das ist klar. Aber, ja, es ist noch gar nicht so dunkel. Weiß nicht, auch gut aus mit dem Fenster hier, oder? Hallo Sonne?
Denk doch mal ein bisschen schneller. Mach doch mal hier die Titanic auf. Ja, es lohnt sich jedenfalls, Steuererklärung zu machen. Oh, jetzt hat's gereicht. Ach, ist das schön, ich bin im Bett. Wollte ich jetzt auch mal erzählt haben. Ist nicht so unwichtig. Ansonsten bist du halt auch ein Förderer unseres Staates, sag ich mal. Freiwillig, wenn man so will. Kannst du sein. Das ist deine Entscheidung. Grundsätzlich fördern wir ja schon durch unsere Steuern den Staat oder lassen ihn funktionieren. Und ich bin der Meinung, das genügt dann aber auch. Man muss nicht darüber hinaus... Gibt's irgendwo Monster? Man muss nicht darüber hinaus auch noch weiter fördern, diese ganze Geschichte. Dazu ist man nicht verpflichtet, finde ich. Warte mal, ich gehe mal kurz rüber zu den Bäumsen. Bäumse hier, Bäumse da. Bäumse schalala. Wir haben ja auch eine Behutsamkeitsspitzhacke. Das heißt, wir könnten auch Pozzol als Designmittel uns mal ein bisschen holen. Da wäre ich vielleicht auch mal ganz dafür. Haben wir eigentlich das Ding hier schon ein bisschen auseinandergezogen? Ist das schon geschehen? Ne? Das muss auch noch sein. Also ich habe noch... hier sind drei. Das ist schon mal gut. Drei müsste ja schon auseinander, aber hier sind auch noch... Ach, hier sind auch drei. Aber hier... Oha. Das heißt, wir fräsen uns jetzt hier einmal komplett durch und setzen das nochmal um. Es tut mir leid, falls dich das nicht so interessiert, aber das muss halt auch einfach sein. Da müssen wir durch. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann können wir Kisten unten in das Lager setzen und haben damit sozusagen ein zweites Lager. Ich meine, die Eichen fälle ich jetzt nicht, weil die weg müssen. Die fälle ich, weil ich sie brauche gerade. Und dann werden wir den Rest auch noch wegsabbeln. Hallo? Okay, dann hier, die können auch weg. Zu sehr fröhlicher Musik irgendwie, die ich gar nicht kenne. Von Jingle Punks. Wie nennt sich das? Tributaries of the Behu? Was? Behu? Das könnte so ein... Ist das so irgendwie so New Orleans Musikstil? Irgendwas? Keine Ahnung. Ich rede hier Scheiß. Ich hab absolut keine Ahnung. Glaube mir nichts. Ich kann gerade nichts wirkliches Konstruktives zu diesem Huch. Das war ja auch kurz. Das war ja, das kam und ging. Das haben wir wahrscheinlich noch nie in einem anderen Video benutzt, weil es einfach zu kurz war. Oder weil man ja auch jedes Mal sonst händisch alles einblenden musste. Das war ja dann auch nicht immer so schön. So, guck mal, dann ist der Baum auch weg und dann kommen die hier weg. Ach, irgendwie mit dem Verzählfehler, das ist natürlich auch blöd. Vielleicht sollten wir die Baumfarben gleich noch ein bisschen luftiger machen. Ich weiß jetzt nicht, da oben scheint noch was zu sein. Und sonst so. Wahrscheinlich nicht. Wir werden auch genug Settlings bekommen. Wir sortieren die dann nochmal neu, die Bäumchens. Und dann ist die Baumfarm hoffentlich mal irgendwie so ein bisschen besser. Besser. Vielleicht sollten wir tatsächlich nur fette Fichten pflanzen. Es gibt ja Freunde der fetten Fichte. Die sind ja auch organisiert im Freundeskreis Fette Fichten e.V. Ich finde die halt optisch nicht schön. Das ist der Grund, warum ich keine fetten Fichten mache normalerweise. Weil ich die, also ich habe kein Problem mit dicken, aber mit fetten Fichten schon, vor allem in Minecraft halt, ne? Das ist was anderes, wenn du da diese geilen Redwood-Bäume da aus Dynamic Trees hast, die da sich in School of Survival rumtreiben. Die sind natürlich eine ganz andere Liga als hier diese, ja, wie soll man die nennen und nicht zu sehr beleidigend werden. Schon schwer, ist schwer, da das passende Wort für diese Minecraft-Fichten zu finden, diese 2x2, die 4 Quadratmeter fetten Fichten. Ja, Hund, das siehst du richtig. Auch Hund sagt, dass er, wobei, nein, es hat sich, glaube ich, gerade beschwert, dass ich seine Bäume zum, der pinkelt ja eh nicht, lassen wir das, ist ja nicht Idefix. Der hat ja, glaube ich, das ist ja kein Idefix, der hat jetzt nicht so eine Beziehung hier dazu, das heißt, den stört das überhaupt nicht, dass wir gerade den Hambacher Forst platt machen. Da kann der ganz gut mit leben. Ja, aber wir müssen auch irgendwie vorweggehen. Autsch. Tut mir leid.
Schlechter Witz. So. Dann sind wir hier durch die Fichte durch und dann werden wir das mal so ein bisschen noch gleich auseinander pflücken. Dass ich mich da verzählt habe und das keiner gesagt hat. Oder kamen die Folgen noch nicht? Doch, die müssten gekommen sein, wo ich das hier schon mal gemacht habe. Ich glaube schon. Aber gut, der Kumpel 3000 erledigt das ja wie immer souveränst. Na, ich bin ja ein Bürofäller. Sieht man ja auch, wie souverän ich das mache. Ich kann ja nicht viel in Minecraft, aber Bäume fällen, das geht. Das kriege ich hin. Das ist gar kein großes Problem für mich. Das ja, ist einfach so. Man hat so seine Skills. Manche gehen ins Ende, andere fällen Bäume und bringen es so zu Ende. Ja, sozusagen. Okay, die Musik ist heute sehr merkwürdig von der Playlist. Ich möchte mich nicht beklagen, aber ich muss mich doch fragen, was will uns die Playlist heute sagen? Den Baum, der ist noch heimlich nachgewachsen, ne? Das ist so dieses Barthaar, was einem immer noch irgendwo aus dem Bart ragt, nachdem man ihn gestutzt hat. Ist heute nicht auch wieder eigentlich Tag auf Snapshot? Das kann sein. Muss ich gucken. Ob ich da heute noch die Puste für habe, tatsächlich. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir erst noch überlegen, ob das klappen könnte noch. Ich mach mal hier den Streifen weg. Ich weiß nicht, ist der Dreier breit genug? Oder mache ich lieber direkt Vierer Streifen? Ich bin unsicher, ob mir der Dreierstreifen reicht. Und vor allem reicht der ja hier in der Breite ja auch überhaupt nicht. Wir haben das ja nur in der einen Richtung verändert. Ist ja auch so ein bisschen doof. Oh, dann müssen die ja auch weg. Die Basilikums. Basilikas. Basilisken. So, das heißt, wenn wir hier auch auf Dreier gehen. So, dann rutscht das hier. Warte, ich nehme mir mal hier ein bisschen Erde in die Hand. A hand full of Erde. So, dann wäre hier auch, dann muss ich hier außen die Mauer auch alles umbauen. Und ja, gut. Das sind so Dinge, ja. Ich habe das früher tatsächlich nie, ich habe das manchmal nicht so verstanden, dass da der gute Gronkh mit seinem Minecraft-Let's Play oft tatsächlich sehr ungeplant an die Sache ran ist, dass er manchmal echt da auch Sachen gebaut hat und dann direkt wieder weggerissen, umgebaut hat und so weiter. Aber du bist, das muss man sagen, du gerätst in so einen gewissen Druck. Also ich meine, bei ihm war der natürlich noch größer als bei mir, das ist ja, steht ja außer Frage. Weil er einfach mehr Zuschauer hatte. Aber die Folge letztendlich ist die gleiche, egal wie viele Leute zugucken, man will liefern. Und durch dieses Liefern wollen ist es so, dass ja, man manchmal eben dann auch aufnehmen muss, wenn man vielleicht, wenn einem gar nicht so danach der Sinn steht oder so, ne? Weil man eben liefern will und muss und man hat ja auch letztendlich, ich habe ja jetzt auch gerade wieder Freude am Spiel, das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier in der Leidenssituation wäre, um Gottes Willen, nein, nein. Aber man, das ist halt nicht so, dass man sich dann irgendwie so abends hinsetzt, privat so und sagt, boah, Alter, ich habe so fett Lust in Minecraft, das und das zu bauen. Nee. Das ist es leider nicht. Also das ist schon ein kleiner Unterschied zu dem, wie man das normalerweise machen würde. Also man setzt sich dann eben hin und sagt, okay, ich bin jetzt bald out of Folgen, ich muss jetzt los. Ne? Also es führt kein Weg mehr dran vorbei. Und ja, das ist dann halt so, dass man dann auch mal aufnimmt, wenn man zum Beispiel wie ich jetzt gerade so müde bin, ich könnte mich jetzt ja auch hinlegen und einfach ein Nickerchen halten. Das wäre schön. Mache ich aber nicht. Weil ich will ja hier für euch, jetzt muss ich die leider weghauen. Es tut mir leid, da müssen wir bei Gelegenheit nochmal wieder mit neuen herkommen. Och, Alter. Ja, das ist dann halt einfach so, dass man so ein bisschen auch, ja, dass die Pflicht manchmal auch einfach vorgeht. Was auch schön ist, ne? Das muss man auch sagen. Man macht trotzdem ja was noch für sich. YouTube macht ja Luzi und mir wahnsinnig viel Spaß. Und dann ist das okay, ne? Also es ist ja auch so, das unterschätzen ja viele bei solchen Hobbys,
dass man tatsächlich bei jedem Hobby, auch bei YouTube, eben auch einen recht hohen, möchte ich sagen, Pflichtanteil einfach dabei hat. Das ist so. Und dann muss man den eben auch, wenn man das ernsthaft machen will, erfüllen. So, wir gucken morgen früh wieder. Ich habe ja kein Bett dabei, ne? Nein, ich bin ja eh so zugepumpt, da ist auch kein Platz für ein Bett. Ich könnte mir da jetzt eins hinstellen, aber ich laufe jetzt zum Haus. Ist ja schön hier die Strecke. Und die Musik ist auch schön. Audionautics, Parting Glass. Die tut jetzt wieder singen, die Dame. Und ich denke wieder an Jamie und Claire aus der Highlander-Saga. La, 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 la. Ich bin im Bett. Ja, da kommt irgendwie auch, ich weiß es nicht so genau. Wir haben das ja, ich weiß es gar nicht, hat Luzi die gekauft als DVD? Na jedenfalls, wir hatten die ja auch geguckt schon, die Highlander, wir haben die auch gelesen. Ich lese aktuell auch wieder ein Buch aus der Reihe tatsächlich, Schlag mich tot, wie es heißt. Ich komme ja leider nicht so oft dazu, weiterzulesen. Und das ist auch sehr schwer, so dass ich es nur einmal mit dem BV hatte. Und da eventuell noch ein bisschen in irgendwelchen Pausenzeiten oder so noch mal einen Blick reinzuwerfen. Und tatsächlich sind da auch so viele nette Leute, dass ich da auch dann wieder irgendwie gar keinen Bedarf hatte. Also ich habe wieder ein Riesenglück und habe da ein paar super Leute kennengelernt. Das weiß man ja immer nicht so vorher. Und wir sind halt, dadurch, dass wir ja alle ITler da sind, sind auch immer, und das ist das Schöne dran, wahnsinnig viele potenzielle Gamer dabei. Und das war's diesmal auch wieder. Und wenn man da so ein Thema hat, ne, also, ich meine, man kennt viele Spiele und so, selbst wenn du jetzt jemanden hast, der halt lieber Call of Duty spielt als Minecraft oder so, oder sagt, hier, Minecraft ist jetzt nicht so gut, aber trotzdem freut man sich dann auch, wenn die dann irgendwie auch mal beim Kanal drauf gucken und sagen, oh, es ist ja doch, ja, das, was du machst, da ist ja eigentlich doch ganz cool. Thank you.